Ich bin Elektra Wagenrad von Freifunk Berlin. Ich bin Knut, auch immer wieder bei Freifunk dabei gewesen, aber mehr so am Rande der Bewegung. Ja, wir wollen euch vortragen hier über das Independent Solar Energy Mesh System. So haben wir das Ganze getauft, nachdem wir einen Antrag beim Prototype Fund gemacht haben. Wir haben da Förderung dafür gekriegt, um da die Software weiterzuentwickeln. Und zwar, habt ihr schon mal was von dem Freifunk Maximum PowerPoint Tracker gehört? Okay. Ja, die Idee war in der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, was ja die Krise der Flüchtlinge war und nicht unsere, weil da so viele Flüchtlinge zu uns kommen, aber das nur nebenbei, gab es ja viele Freifunker, die Menschen unterstützt haben, die in solchen Notunterkünften leben. Und es gab auch Leute, die in so informellen Flüchtlingslagern außerhalb von Deutschland gewohnt haben. Und Freifunker haben da versucht zu helfen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, es wäre doch cool, irgendwie Freifunkrouter mit Solar zu betreiben. Und das ist ein Projekt, was ich eh schon lange mal vorhatte zu implementieren. Und deswegen habe ich damals angefangen, einen Freifunk Maximum PowerPoint Tracker zu konstruieren. Auf die Details gehen wir später ein. Was ihr hier seht, ist der Freifunkmast, der steht ja auch um die Ecke. Das ist ein 50 Watt Solarmodul. Auf der Rückseite ist der Maximum PowerPoint Controller und hat einen Schiebemast. Mit dem konkreten Mast kann man das auf 5 Meter hochfahren. Und man braucht, um das Ganze aufzustellen und mit Seilen abzuspannen, 7 Minuten, wenn der Boden gut ist, sodass man die Erdhaken gut reinkriegt. Auf der rechten Seite seht ihr, was der Knut gemacht hat. Vielleicht sagst du was dazu. Genau, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist quasi der Software-Teil. Denn das, was wir in dem eSEMS-Projekt zumindest offiziell versucht haben umzusetzen, ist, das einfacher deploybar zu machen. Also es einfacher für Menschen zu machen, sich selber so ein unabhängiges Solarnetz, Solarfunknetz aufzubauen. Und das Kernstück davon ist diese Web-App, die ich da gebaut habe, auf der man sehen kann, wie es dem Netzwerk denn so geht. Aber da gehe ich auch nachher noch genauer drauf ein. Genau, hier, das ist so, die Frau, die uns beraten hat, wie wir das auf der Webseite gestalten. Das ist so, sie sagte, man braucht so ein Hero-Picture, ein Bild, was möglichst viel sagt. Das seht ihr hier links oben, seht ihr den MPPT-Controller. Das ist ein selbstgelötetes Stück Hardware. Und unten ein Stück von der Batterie. Und hier seht ihr das Webinterface von einem WLAN-Router. Ich habe auch ein bisschen Tools gebastelt, um das in Lucy zu integrieren und auf OpenWRT laufen zu lassen. Das heißt, man kann auch dezentral ohne die Web-App kann man den aktuellen Systemzustand abfragen, gibt einem dann Systeminformationen und auch Informationen zum Beispiel, man sieht hier, das System ist voll geladen und befindet sich im gesunden Zustand. Genau, wir haben uns nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, warum man das überhaupt haben möchte, also was der Vorteil von einem infrastrukturunabhängigen Solarnetzwerk ist und sind da so auf 3 Beispiele gekommen, wofür man das nutzen könnte. Ein Beispiel ist in der Stadt, wenn man zum Beispiel irgendwie Zugang zu einem Dach bekommen hat, dann ist das ein schöner erster Schritt, aber man hat und vielleicht das Problem, dass man trotzdem irgendwie noch Strom rauflegen muss und dass dann das Elektriker kommen lassen teurer ist als die Hardware selber. Wenn man da einfach eine unabhängige Station quasi aufs Dach stellen kann, dann macht es das auch in der Stadt einfacher, da Funknetzwerke zu betreiben und zum Beispiel, was wir in Berlin ja viel gemacht haben, Flüchtlingsunterkünfte damit zu bespielen. Genau, gerade in Berlin machen wir viel bei Funk. Da haben wir dann festgestellt, dass das Geld für die Hardware, die man aufs Dach pflanzt, ist relativ wenig. Aber man muss relativ viel Geld ausgeben, um zum Beispiel auf dem Rathaus oder so, also die Bedingungen herzustellen, unter denen die sagen, ja, da könnt ihr was installieren. Da kostet dann irgendwie die Stunde Elektriker und Blechner, die dann irgendwie das Dach wieder dicht macht, kostet einen Haufen Geld. Und wenn man das System einfach nur oben festmachen muss, ohne irgendwelche Durchbrüche zu machen, ohne irgendwie Strom aus dem Haus zu nehmen, wo dann auch kein Blitz in deren Elektrikinstallation reingeht, dann vereinfacht das die Sache. Genau, man kann das aber auch ganz gut nutzen in irgendwie Ad-Hoc-Situationen, wenn man so schöne Sachen hat wie irgendwie Festivals oder so unschöne Sachen wie Notlager und da Infrastruktur schaffen möchte, kann man da den Mast aufstellen und dann innerhalb des Camps oder auch von außen Netz beschaffen. Und das halt relativ schnell. Oder, das ist das Bild, was ihr vorhin schon gesehen habt, man kann damit eben auch Strecken überbrücken, die bisher unüberbrückbar waren, wenn wir zum Beispiel 2
irgendwie räumlich getrennte Orte haben, die wir gerne verbinden möchten. Dann konnten wir natürlich zwischendurch, also bisher auch schon in die Mitte, einen Node stellen, der das weiterleitet. Aber man hat nicht viel davon, wenn man auf dem Berg einen Router hinstellt und trotzdem noch Strom hinlegen muss. Jetzt kann man da hoffentlich seine komplett eigenständigen Node hinstellen und den dann einfach machen lassen. Ja, wir hätten ein Video, wie man das aufbaut. Sollen wir das? Ja, wir können es mal anspielen. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen was. Genau, dazu. Wir bauen es hier einfach mal kurz auf. Am Anfang ist es langsam und dann geht es im Zeitraffer. Es hat insgesamt 7 Minuten gedauert, das aufzubauen, das haben wir gestoppt. Das Video ist 3 Minuten und wir haben aber jetzt nur beschränkt Zeit, von daher. Also das ist jetzt wirklich jetzt nur die konkrete Anwendung von dem Freifunkmast. Da haben wir von Vimo, das ist die verkaufen so Amateurfunkkram, da gibt es diese passenden Fuß dafür, den man einfach ausklappen kann. Da kann man auch noch so Beton-Gehwegsplatten reinlegen. Dann ein Schiebemast. Die Stromversorgungseinheit ist ein Modul, das kann man sich unter den Arm klemmen, hinstellen, dann den Router nach oben fahren. Dann ist es zwar jetzt nicht sicher gegen Diebstahl oder Manipulation, aber man kann innerhalb von kurzer Zeit so eine Relaisstation aufstellen und egal wo. Und die kann sich dann auch, solange das Solarmodul nicht über den Tag über abgeschattet ist, das ganze Jahr selber versorgen. Die Masten gibt es auch größer. Wir haben hier einen mit 5 Meter. Es gibt eben auch mit 8 Meter Höhe. Genau. Ja. Genau, das ist so der Maximum PowerPoint Tracker. Ich habe das so gemacht, es gibt hier so ein Standard-Modulgehäuse, da kann man den einbauen. Es ist jetzt nicht wasserdicht. Deswegen kann man das auch ohne das Gehäuse haben. Und ich mache nachher um 4 mache ich einen Workshop. Was ihr da seht auf der rechten Seite ist so die Hauptplatine, aus der der MPP-Tracker besteht. Und da sind die SMD-Teile, die kleinen, sind schon vorgelötet. Und beim Workshop könnt ihr dann, falls ihr daran teilnehmen wollt oder falls ihr euch dafür interessiert, lötet dann die größeren Teile auf. Es geht auch darum, Leuten beizubringen, wie man SMD lötet. Aber jetzt auf einem niedrigen Level. So, jetzt habe ich die ganze Zeit... Das ist meine Lieblingsfolie hier. Ja, wunderbar. Also der Freifunk Maximum PowerPoint Tracker ist ein Solarladeregler mit Überladeschutz und Tiefenladeschutz. Es gibt aber diese Laderegler gibt's in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Es gibt die, die einfach nur verhindern, dass die Batterie überladen wird, wenn sie zu voll wird. Der MPPT macht noch was anderes. Der erhöht nämlich die Menge an Energie, die aus dem Solarmodul gewonnen wird. Wie macht er das? So ein typisches Solarmodul, also zum Beispiel 50 Watt, was ich vorsehe für den Betrieb, das produziert bei 18 Volt 50 Watt, wenn es unter idealen Bedingungen, also beste Sonneneinstrahlung, Temperatur und so weiter läuft. Die produziert es aber nur, wenn es diese Leistung bei 18 Volt produzieren darf. Schließt man da eine 12 Volt Batterie an, dann produziert das Solarmodul am Ende nur 66% der Leistung, ungefähr. Ja? Und der Maximum PowerPoint Tracker, der holt sich die Energie aus dem Solarmodul bei genau dem Verhältnis von Spannung und Strom, wo die größte Menge an Energie produziert wird. Hier, das ist jetzt so sind die Kennlinien von einer Silizium-Solarzelle, aus denen solche Solarmodule bestehen. Und hier diese blauen Linien, die ihr seht, das sind die Punkte, wo die Linie durchgeschnitten wird, wo die größte Menge an Energie erzeugt wird. Und der MPPT benutzt einen Mikrocontroller und ein relativ einfaches Verfahren, um diesen Punkt dynamisch zu ermitteln. Der ist abhängig von Temperatur und Sonneneinstrahlung. Das wird beispielsweise alle 2 Minuten für 1 Sekunde oder 1/2 Sekunde überprüft. Und dann justiert er sich auf diesen Punkt. Und dadurch, durch Umwandlung von Spannung und Strom, also wie in einem Transformator, steigt der Ladestrom, der zur Verfügung steht, um die Batterien zu laden oder den Router zu betreiben. War die Erklärung einigermaßen verständlich? Habt ihr Fragen? Wir können sofort darauf eingehen. Das ist nämlich wichtig. Keine? Gut. Wir können aber zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Genau. Was ihr hier seht, das ist eine Messung. Hier sieht man den Ausgangsstrom. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so gut zu sehen. Ich habe es damals gefilmt mit der Handkamera. 1,59 Ampere fließen in den Akku und 1,11 Ampere kommen aus dem Solarmodul. Ja? Also das ist 1,11 Volt bei ca. 18,5 Volt jetzt bei diesem konkreten Modul und das sind 1,59 Ampere Ladestrom bei
12,5 Volt beispielsweise auf dem Akku. Also dadurch kriegt man mehr Energie, das Modul arbeitet effektiver. Diese Technik hat man auch bei diesen Netzeinspeiseanlagen, aber da wird es eben auf die Netzspannung geregelt. Ja, und ohne die äußeren Anbauteile, also Masthalterungen, irgendwie Gehäuse und so weiter, sieht das gesamte System so aus. Das Modul ist jetzt ein bisschen zu klein, das ist nur ein 10 Watt Modul. Ich habe das jetzt nur genommen, damit es da schön drauf passt. Das ist im Prinzip alles. Da hat man einmal eine Verbindung, das sind Kabel zwischen dem Router und dem MPPT. Der hat nämlich eine serielle Schnittstelle. Der Router und der MPPT kommunizieren miteinander. Der MPPT liefert Systemdaten an den Router und der Router kann den MPPT auch steuern. Zum Beispiel kann der Router dem MPPT sagen, schalt mich mal für 500 Minuten aus. Ja, wenn Strom in der Batterie knapp ist, kann ich sagen, ja, der Cronjob nachts um 1 bis morgens um 4:30, der schickt den Befehl, schalte mich für so und so viele Minuten aus. Dann verbraucht nur noch der MPPT seinen Eigenstromverbrauch. Genau, unten haben wir den Akku. Man braucht mindestens eine Sicherung. Ja? Man sollte niemals so einen Akku an irgendwas anschließen, ohne eine Sicherung dazwischen, weil man sonst einen Brand riskiert. Ja? So ein Akku kann sehr große Ströme abgeben. Genau. Das ist so ein Beispiel. Das ist tatsächlich ein solarbetriebener Router. Und da habe ich einen handelsüblichen WDR 3500 damals verwendet und den einfach in so ein Outdoor-Gehäuse verpasst. Die sind nämlich relativ günstig. Die älteren Ubiquiti-Geräte, die ja hier in der Freifunkszene sehr beliebt sind, die sind leider relativ große Stromverbraucher. Und dieses Modell, was ich da eingebaut habe, das ist Dual-Band, Dual-Stream, also MIMO, und verbraucht 3 Watt. Das ist ziemlich gut für eine Solarinstallation. Man sollte nämlich immer darauf achten, dass man ein Gerät auswählt, was möglichst wenig Strom verbraucht, weil die Folgekosten werden dann relativ groß. Ne? Also wenn ich irgendwo 0,1 Watt sparen kann, lohnt sich das absolut, weil dann kann ich das Solarmodul 10% kleiner machen und ich kann den Akku auch kleiner machen. Umgekehrt wird es dann schnell teuer. Genau, das ist nochmal quasi jetzt unsere grafische Darstellung, wie das im Größeren aussieht, denn wir haben natürlich nicht nur einzelne Knoten, sondern die formen ein ganzes Netzwerk. Wie Elektra erklärt hat, da unten gibt es den OpenMPPTT, der spricht mit dem Router. Der Router ist Teil eines größeren Mesh-Netzwerks, das kann aus ganz normalen Routern, also normales Freifunk sein, es kann aber auch reine OpenMPPTT eSEMS Nodes sein. Und dann haben wir noch spezielle Nodes, die haben quasi ein Herzstück, die haben noch so einen Single-Board-Computer, in unserem Fall ist es ein Raspberry Pi, und der tingelt regelmäßig alle anderen Nodes an und fragt die, wie es denen geht, um dann quasi ein Gesamtlagebild zu schaffen. Und das ist das, was wir dann in dieser Web-App darstellen, um Leuten eben einen Einblick zu geben, wie sieht es in dem gesamten Netzwerk aus und gibt es vielleicht irgendwas zu tun, gibt es irgendwo einen Knoten, der nicht so gut funktioniert wie die anderen. Ja, und der Single-Board-Computer kann es zum Beispiel auch an irgendein Gerät im Internet hochladen, sodass man irgendwie weltweit den Status abfragen kann. Genau. Auf den Routern läuft diese eSIMS-Software. Das ist ein bisschen Shell-Skript, ein bisschen Lua und unter anderem erzeugt es so CSV-Dateien, wo halt in möglichst kompakter Form diese Informationen bereitstehen. Die werden dann auch über mehrere Tage gesammelt. Also es genügt, wenn man zum Beispiel einmal in der Stunde kann man die abfragen und sollte der mal auch nicht erreichbar sein, kann man das auch einen Tag später nachholen und die Sachen abfragen. Man kann auch diesen Single-Board-Computer, der diese Daten aus dem ganzen Netz abholt, den kann man auch immer wieder schlafen legen, weil der kann ja auch nur ab und zu die Daten abholen. Genau, vielleicht, also das war irgendwie so meine größte Erfahrung in diesem Projekt, als Elektra dieses Format spezifiziert hat, wie die einzelnen Nodes übertragen sollen, wie es ihnen geht, weil Elektra sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das möglichst klein machen kann und dafür sorgen, dass der Status, wie geht es dem individuellen Node, dass man den in so wenigen Bytes übertragen kann wie möglich. Also Elektra spart irgendwo 3 Bytes und ich komme aus meiner Frontend-Welt, wo ich es gewohnt bin, dass ich irgendwie Abhängigkeiten installiere und beim Start eines Projekts erstmal 200 Megabyte runterlade. War ganz schön zu sehen, wie da diese unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen und da haben wir auch viel voneinander lernen können, glaube ich. Danke, ja.
Ja, also im Moment das Tool macht drei verschiedene Ausgaben. Die kann man jetzt, wenn man da einen HTTP-Daemon auf dem Router laufen lässt, kann man die verlinken. Dann gibt es einmal JSON, falls jemand das mit einer eigenen Software verarbeiten möchte, noch zusätzlich. Es ist auch, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Mozilla oder sowas benutzt, kann man das auch schon sehr übersichtlich sehen. Kannst du den nächsten nehmen? Ja, genau. Dann. Achso, nee, die HTML hatten wir die auch noch? HTML kommt später irgendwann noch. Ah, okay. Genau, hier ist so der Schlüssel von den Data Fields. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, gibt es eine technische Doku, wo das alles aufgeschlüsselt ist. Und dann gibt es Hex-Error-Codes, die wir generieren. Wie gesagt, das soll alles möglichst sparsam sein. Und da wird irgendwie einfach per Bitsignalisierung verschiedene Systemzustände können dann gleichzeitig oder alternierend irgendwie übertragen werden. Genau, außerdem wird noch ein HTML-Code erzeugt. Und den kann man zum Beispiel hier, es gibt ein Lua-Plugin, das ist ein Freifunk-Lua-Plugin, wo man quasi auf der Startseite dann die Informationen gleich einblenden kann. Das kann man da einfach machen. Genau, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das alles dann in Router mit 4 MB reinzukriegen. Also aber nur dann, wenn man hier die hübschen Grafiken auch noch direkt auf dem Router erzeugen will. Wenn man das weglässt, kriegt man es in 4 MB rein. Finde ich gut, weil viele von diesen preiswerten, sparsamen Routern haben halt nur 4 MB Flash. Ja, das ist so noch Work in Progress, aber gibt es schon auch eine Art, das zu konfigurieren. Da kann man unterschiedliche Stromsparlevel aktivieren. Da gibt es im Hintergrund wiederum Shell-Skripte. Kann man zum Beispiel eben sagen, zwischen 1 Uhr morgens und 5 Uhr morgens schalt das Ding ab. Das macht dann das Shell-Skript im Hintergrund. Dann habe ich mir so Späße ausgedacht, wie das zum Beispiel das Gerät nur sich 2 Minuten einschaltet, guckt, habe ich Clients, ist keiner da, dann kann ich mich auch wieder ausschalten. Das macht es dann entweder per Software, also schaltet nur das WLAN aus, oder es wird hart über den Controller abgeschaltet. Und ja, also you name it, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kann man auch leicht erweitern und da noch rumzufrickeln macht sicherlich auch Spaß. Wenn man ideale Bedingungen hat, kann man mit einem 50-Watt-Panel und so einem sparsamen Router, kann es auch das ganze Jahr durchlaufen, ohne dass man Strom sparen muss. Aber leider zum Beispiel an dem Standort, wo ich das betreibe, da sind viele Bäume davor. Da bin ich jetzt nicht so üppig mit Stromversorgung gesegnet. Genau, was wir bisher gesehen haben, war ja quasi die Übersicht, wie sieht das in einzelnen Nodes aus, also diese CSV, die da rausfällt, das JSON, die HTML-Ansicht, das ist alles, was man lokal sehen kann, wenn man sich mit seinem Router verbindet. Aber wie vorhin erwähnt, gibt es auch noch den speziellen Node, der diesen Raspberry Pi dran hat und diese Web-Anwendung darstellt. Da haben wir also einen Router, der hat irgendwie einen Raspberry Pi oder einen anderen, einen Platinencomputer. Da liegt ein bisschen JavaScript drauf, das geht an ein Handy, das heißt, das kann man sich lokal angucken und dann halt sehen, wie es aussieht. Natürlich ist es aber Teil eines größeren Netzwerks und was dieser Einplatinencomputer macht, ist, der guckt zurzeit alle 15 Minuten, weiß der einfach, was für andere Knoten gibt es noch im Netz, die eSIMS-Knoten sind, und die fragt er dann an, holt sich eben diese CSV-Dateien darunter, speichert sie in eine lokale Datenbank und diese Datenbank fragen wir dann wiederum vom Handy ab und können dann da größere Informationen bekommen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben das ein bisschen strukturiert, dass wenn man das aufmacht, dann kriegt man erstmal Übersicht, wie sieht es in meinem Netz aus, und da sehen wir schon, okay, da oben gibt es einen Knoten, der hat seit 17 Tagen keine Daten mehr geschickt, das wäre also was, wo wir uns irgendwie drum kümmern müssten. Wir können aber auch auf einzelne Knoten draufklicken, zum Beispiel da auf den Elektra-Dachknoten, sehen direkt auch im Positiven, was funktioniert, weil das ist, was wir gelernt haben, dass man, wenn man nicht so super erfahren ist, nicht nur sehen möchte, was läuft schief, sondern man möchte auch quasi positive Ausschlusskriterien haben. Also hier könnten wir jetzt schon mal sehen, okay, die Batterie ist auf jeden Fall nicht zu heiß, daran liegt es nicht, das ist nicht mein Problem. Und wir haben noch die Expertenansicht, wenn man noch weiter reingehen möchte, kann man sich auch historische Charts angucken, denn wir speichern das ja alles in der Datenbank und dann sehen wir da auch direkt, wenn wir irgendwie erfahrener sind, was könnte jetzt ein Problem sein oder was läuft gut. Genau, das so unsere grundlegende Web-App. Wenn es Fehler gibt, kann man da auch draufklicken und dann kriegt man auch Informationen, was man machen könnte. Also wenn zum Beispiel die Batterie zu kalt ist, dann kriegt man Tipps, also in welchem Bereich die Batterietemperatur eigentlich liegen sollte und was man da machen kann, um dem entgegenzuwirken. Wir haben uns noch ein paar Gedanken gemacht über zukünftige Schritte. Was man zum Beispiel gut machen könnte, jetzt wo man diese Daten alle auf dem einen Raspberry Pi gesammelt hat, kann man auch zwischen den Knoten Vergleiche anstellen und kann zum Beispiel feststellen, ich habe irgendwie 5 Knoten installiert und einer von denen ist viel schlechter als die anderen.
obwohl die alle ein gleiches Setup sind. Vielleicht ist bei dem zum Beispiel jetzt Schnee auf dem Solarmodul und dann könnte ich da direkt meinen Nutzerinnen und Nutzern sagen, geh da doch mal hin und kümmere dich drum. Oder, weil wir das jetzt in der Datenbank über einen längeren Zeitraum speichern, könnten wir uns auch so Sachen angucken wie, wird vielleicht die Kapazität meiner Batterie immer kleiner und geht die Batterie kaputt? Auch dann könnten wir den Nutzerinnen eben Tipps geben, was sie da machen können. Ja, und wir möchten euch den Weg ebnen, mehr Installationen zu machen. Ist ja eigentlich schon eine schöne Sache. Man kann zum Beispiel eben die Reichweite von der eigenen Freifunk-Community halt in Bereiche ausdehnen, die vorher halt nicht erschließbar waren. Von daher hoffe ich, dass da noch mehr kommt. Und wir freuen uns natürlich auf euer User-Feedback. Die Quelltexte gibt es bei uns natürlich wie überall. Und könnt ihr in eure eigene Firmware einbauen. Also wenn ihr eure Community-Firmwares habt, dann könnt ihr damit Solarnoten bauen. Und ja, uns auch irgendwelche Fehlerberichte und so weiter schicken. Genau, auf app.isims.de könnt ihr das auch ausprobieren. Da haben wir eben so einen Raspberry Pi mal ins Internet kommunizieren lassen und da kann man sich jetzt angucken, wie es läuft. Da sieht man aber auch gerade, dass der Mast seit 5 Tagen keine Daten mehr geschickt hat, weil er nicht mehr bei Elektra steht, sondern hier. Aber man kann sich trotzdem historische Daten angucken. Ja, das war es erstmal mit unserem Frontalvortrag. Fragen? Zwei Zusammenhänge da eigentlich. Das erste ist, habt ihr Temperaturprobleme im Winter? Weil soweit ich das im Kopf habe, hat ein Bleigel-Akku im Winter nur mehr ca. 10% seiner Kapazität, also unter 0 Grad oder bei 0 Grad. Und der verliert halt relativ viel von der Energie, die er tatsächlich speichern kann. Seine Hochstromfähigkeit nimmt ab, aber wir haben einen ganz kleinen Verbraucher, ja, der im Verhältnis zur Akkugröße nur ganz wenig verbraucht. Also wir haben einen Entladestrom, der entspricht dann zum Beispiel 1/200 von C, also von der Nennkapazität. Und dann ist es noch so, ja, man sollte das zum Beispiel thermisch isolieren, damit es nicht so leicht auskühlt. Ich bevorzuge Bleigel. Es funktioniert auch bei tiefen Temperaturen. Zum Beispiel beim Auto, Klassiker ist, na, da hat man eben Bleibatterien, die starten zwar noch, aber halt mit Mühe, weil das Hochstromverhalten von dem Akku natürlich schlechter wird, zum Beispiel bei minus 20 Grad, dann ist auch der Motor zählen das Öl. Aber hier bei den Routern ist es nicht so gravierend. Ja, die Kapazität geht runter und prinzipiell sollte man den Router nicht leerer machen als 50% seiner Ladung, damit er möglichst lange hält. Man kann den Freifunk-MPPT über serielle Kommandos kann man das so einstellen, dass der Tiefentladeschutz zum Beispiel schon bei 50% Akkuladung automatisch abschaltet und dann erst bei Ladung wieder den Betrieb aufnimmt. Dadurch kann man so die Lebensdauer von so Langzeit-Bleigel-Batterien auf 10 Jahre und mehr ausdehnen, also um die Folgekosten klein zu halten. Und habt ihr euch schon oder hast du dir schon andere Akkutypen angeschaut? Also LiFePO sind relativ gut, die sind ziemlich zyklenfest und sind vor allem auch temperaturstabil, auch in den niedrigeren Bereich, also bis zu minus 20 Grad zum Teil, soweit ich weiß. Es gibt Leute, die sich gerade konkret mit so solarbetriebenen Feinstaubsensoren beschäftigen und die setzen dann jetzt gerade auf Lithium-Ionen. Ich habe ihnen gesagt, naja, das Problem ist, ihr dürft unter 0 Grad dürft ihr den Akku gar nicht laden. Also ihr müsst, um im Winter überhaupt laden zu können, müsst ihr erst Wärme erzeugen, um den Akku zu heizen, um den überhaupt laden zu können. Und das ist bei Bleigel nicht der Fall. Bei Lithium-Eisensulfat weiß ich das jetzt nicht, ob die auch geheizt werden müssen, aber ich vermute, die müssen auch geheizt werden. Soweit ich in Erinnerung habe, ich glaube nicht. Also bei uns gab es vor ein paar Jahren ein paar Leute, die sich damit beschäftigt haben. Der geht sogar auch unter 0 Grad, also selbst wenn es friert, funktioniert der relativ gut und verliert wenig seiner Kapazität. Müsste ich recherchieren, also Lithium-Eisensulfat ist auf jeden Fall interessant. Man müsste die Mikrocontroller-Software ein bisschen ändern, um das zu machen, aber es geht. Plus eine kleine Frage, packt ihr die Akkuspannung direkt auf den Router? Kommt der klar, wenn die sich ändert? Ja, diese Router haben alle DC-DC-Schaltwand da drinnen. Heutzutage, früher hatten die noch so Linearregler, das heißt, die haben die überschüssige Spannung verbraten. Und der Eingangsspannungsbereich von diesen Routern ist in aller Regel, also selbst bei so einem TP-Link, der mit einem 9-Volt-Netzteil kommt, der verträgt locker 16 Volt und mehr. Und die Spannung in dem Akku bewegt sich in unserem Fall
laden bei tiefen Temperaturen, wenn genügend Energie da ist, man geht nicht über 15 Volt hinaus. Das können die also alle problemlos. Du darfst natürlich keinen Pocket-Router nehmen, von denen, die mit 5 Volt USB-Spannung gehen. Kann man machen, da braucht man aber dann immer einen Spannungsadapter, also so einen einfachen Step-Down-DC-DC-Konverter. Diese Pocket-Router sind nicht uninteressant, gerade weil die auch relativ wenig Strom verbrauchen. Allerdings haben die immer sehr schlechte Antennen. Also da muss man ohne Antennenmodifikation machen die eigentlich wenig Sinn, also weil die nur sehr bescheidene Antennen drauf haben. Also mein Lieblingsrouter ist gerade der TP-Link 940N. Der hat aber nur 4 MB Flash. Kostet aber 25 Euro und ist relativ sparsam und hat man Triple Stream Mimo mit ordentlichen Antennen, also wenn man jetzt nur rundstrahlend haben möchte. Vorne? Hey, wir sind gerade dabei, so ein paar Aufdachinstallationen zu planen, deswegen vielen, vielen Dank für den Vortrag. Eine Erfahrung, die wir von den Münsteranern gelernt haben, ist, dass bei Installationen auf Dächern die Elektrikerkosten auch absurd hoch sind für die Einrichtung von den ganzen Blitzschutzsachen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, baut ihr obendrauf noch eine Solarzelle und ein entsprechendes Modul. Wie kommt ihr da mit dem Blitzschutz klar? Müsst ihr den trotzdem machen oder stellt ihr es einfach hin und fragt nicht? Oder? Nee, konkret habe ich jetzt gerade keine solche Installation am Laufen. Aber wenn man einfach ein Objekt auf dem Dach befestigt, was selber nirgendwo angeschlossen ist, also außer vielleicht einem vorhandenen Mastrohr, an dessen Fuß festgeschraubt wird, sehe ich jetzt nicht, welche zusätzlichen Maßnahmen man da ergreifen müsste. Aber ich bin keine Expertin für Blitzschutz, also welche Vorschriften da wirklich gelten. Ja? Okay, vielen Dank. Noch jemand Fragen? Das war's schon von euch? Okay, Zeit ist wohl zu Ende. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.